Georgiana Bones and the Hapless Heist. New game. Mit Power Quest gemacht. Sehr schön. Wannabe adventurers. Wannabe. The name is Georgiana Bones. You can call me George. Some would say I'm a nomadic purveyor of rare antiquities. Others would say I'm a putrid pilferer, a lazy larcenist, an enterprising embezzler, a crazy klepto. You know, a thief. My latest financial pursuit has me on the trail of Sir Dancelot. If my research is correct, the entrance to a cave full of rare moneymakers is somewhere on this hill. Mit Sprachausgabe, sehr schön. Wir sind auch hier wieder ein Grabräuber. Wir haben ein Tagebuch, ein Seil, eine Fackel, eine Pistole. Und einen, wie heißt denn das? Beitel, Stechbeitel? Mal sehen. Large Stone, Pudel. Heaving away at the stone, George manages to pry it free. Sehr gut. Nicht gut. The stone falls on top of her, smashing every bone in her body. Okay, cool. Pull hat nicht funktioniert. Wir pushen mal. Pushing with all of her might, George manages to slide the stone away and reveal the entrance to a cave. Sehr gut. Jetzt haben wir. Unfortunately, George has fallen into a pit and is now dead. Is now dead. Einwandfrei. Sehr schön, sehr schön. Dann benutzen wir doch einfach unser Seil, oder? George secures her rope with a stake and successfully grapples to the bottom of the pit. Session. There's a sword and a stone here. How terribly cliché. Ein Schwert in einem Stein, ein Tor und das Seil. Dann nehmen wir das einfach raus. George is unable to budge the sword. I guess I'm not the future Queen of England. Schade. Das können wir bestimmt pushen. The sword moves down. The sword moves down. Huh? The sword moves up. Huh? The sword moves up. Ist es jetzt locker? George is unable Nein. to budge the sword. I guess I'm not the future. The sword. Also tatsächlich kurz wackeln und jetzt ist es pretty lame. Pick up. George pulls the sword from the stone. I hope this doesn't come with any royal implications. Okay. Tür ist offen, Seil ist runtergefallen. Nehmen wir das direkt wieder mit? Tatsächlich. Sehr gut. Ein Loch? Nein. Where did this guy come from? Na, von da hinten. Von hier kam der nach da. Aber wir ignorieren den einfach. Stop! Stop! Okay. Dann reden wir mit dir. Are you living down here, old chap? Do you speak English? Only if you insist on talking before I... Was? Who would enter this hallowed hall must vanquish me in mortal combat. Mortal Combat. Ich bin Georgiana Bones. Bereite dich auf den Tod vor. I am Georgiana Bones. You stand between me and my treasure. Yes, I think so. Prepare to die. Prepare to die. And now it begins.
No. And now you will die. Let's see if you can even swing that sword, Hedgeborn. Warum habe ich das gesagt? Take that. I can swing it with ease, you crooked-nosed knave. Easy. Ah, ist das wie bei Monkey Island? Well, Whiffle Waffle, are you going to swing that thing? Well, Whiffle Waffle, are you going to swing that thing or not? Take that. It's hard to pick from so many openings in your ragabrash style. Touché. Du riechst. You smell of Fustilug's ass. Take that. Better that than Driggle Draggle. Was? Touché. A sot has a better form. A sot has better form. Take that. Are you sure it isn't you that's been drinking, muck spout? Touché. Was? Just look at you, you fop doodle. Take that. Keep up and fight, you stupid Cumberworld. Also ich fürchte, mein Englisch ist nicht gut genug, um das jetzt im Detail zu verstehen, was das für Beleidigungen sind. Aber es scheint darauf zu gehen, darauf zu deuten, dass es quasi wie bei Monkey Island ein Konter des Textes sein muss. Aber das sind alles keine Konter. Okay, warte mal, ich gebe mal auf. You win. Ja. You coward. Was? George has insulted Josephus with her lack of bravery. Eigentlich wollte ich, dass der Dialog von vorne anfängt. Und nicht, dass meine Lampen ausgehen. Hallo? Und wie geht's dir? Da bin ich. Talk to Guardian. Talk to Guardian. I'm back. Ach nein, warte mal. Okay. Zinnmann, was ist los? Until then, you godless cretin. Hä? Warst du das schon? Stop! No. Warum gehen denn meine Lampen immer aus? Hat das was mit dem Wächter hier zu tun? Pass auf jetzt. Use gun. Okay, abgewehrt. Huh. Ach nein. Mehr als abgewehrt. Warte mal. Entry number. Sir Dancelot was a noble warrior from the. Das ist aber nicht Sir Dancelot. Also a great dancer. Great dancer. Legend has it that as King Philip IV of France was carrying out the demise of the Templar Order across Europe, Dancelot snuck across the English Channel with powerful religious relics. Being a brilliant war strategist, he set up a series of tests to ensure only a. Das sind wir gerade dabei. Nur ein wahrer Ritter kann die Prüfung bestehen und kommt dann halt zum Schatz. From a secret location in Southeast England. Die Secret Location haben wir schon mal gefunden. Dancelot was captured some time later and burned at the stake in Paris. Okay. Tough luck. Okay. Entry number two. I found a historical reference of a Templar site dug into a chalk mine not far from the cliffs of Dover. There are many such places known across southeast England, some of which date back to the time of the Templars and earlier. The chalk was easily carved away with simple hand tools. Das wird bestimmt noch später wichtig, die simplen Handtools. Aber wir müssen immer noch das Wortduell gewinnen. Okay, I'm back. I'm ready to die. I'm Georgiana Bones. I'm Georgiana Bones. Ich sag den Namen falsch, ne? Between me and my treasure. Yes. Prepare to die. Now it begins. No. And now. And now you will die. Oh, oh yeah. Yeah? Aber ich kann doch gar nichts anderes mehr sagen. Sollen wir ihn abtragen? Ins Auge gerammt. Brutal bitch. Nobody expects the Spanish chisel. Was?
Okay, aber jetzt dürfen wir vorbei. Ach, guck. Bisschen Weihwasser. Tennisschuhe. Stressball. Heilige Gral, Replika. The Magic Hex. Das hat er doch erzählt. Pick up Magic Hex. Nein. Was haben wir hier? Eine Peitsche? Okay, ich kann es nur anschauen, oder was? Genau. Richtig. Was haben wir hier noch? Okay. Also hier sind wertvolle Dinge. Das Portemonnaie von Judas. Okay, ja gut. Gehen wir einfach weiter? Nein. Was sollen wir denn jetzt machen? Hey there, dead guy. Welcome to my menagerie of powerful religious relics collected. Genau, Relikte sind das. Please have a look around and let me know what you think of your new home. Naja, warte mal, new home? What do you mean, my new home? You are now my eternal compatriot. Was, für immer? I'm going to leave now. Yes, I'm going to leave now. Ach so. Ich kann jederzeit auschecken, aber nicht gehen. Wir müssen hier raus, Junge. Ehrlich. Yes. Ist wirklich zu Ende? I've beaten a thrilling adventure. Ich bin nur 10-mal gestorben. Was? Weil ich 10-mal gestorben bin? Thanks for playing. Cool.